Welcome back auf dem Fenno-Kanal über die Phenologie. Ich bin's, der Fenno-Fabi, und heute befinden wir uns an einem neuen Pflanzenbeobachtungsobjekt, nämlich an der sogenannten Kornelkirsche oder auch Wildkirsche genannt. Ihr seht diesen Strauch im Hintergrund. Der ist auch ganz zu Beginn nach dem Winter einer der ersten Pflanzen, die blühen. Also hier geht es auch jetzt um die Blüte, die wir beobachten wollen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal aus der Nähe. So, wir sind jetzt etwas näher an dem Strauch dran. Und ihr seht, wie an manchen Stellen, da muss ich mal scharf stellen, die Staubgefäße rauskommen. Das wird nachher in seiner vollen Blüte ein sehr, sehr gelber Strauch sein, werdet ihr erkennen, wenn ihr unterwegs seid. Kaum zu verwechseln mit anderen Arten. Es gibt noch den roten Hartriegel, aber der blüht später und hat weiße Blüten. Und die Kornelkirsche werdet ihr sehen. Wenn ich jetzt hier weiter runtergehe bei dieser Pflanze, dann sind wir hier schon ein Stück weiter. Ihr seht, wie hier schon die ersten Blüten rauskommen, wenn es mal scharf stellen würde. Ja. Und ich lese euch noch mal kurz aus der Beobachtung vor, aus der Beobachtungsanleitung. Die Phase ist eingetreten, wenn die ersten Einzelblüten an mindestens drei verschiedenen Stellen des Beobachtungsobjektes geöffnet und ihre Staubgefäße zu sehen sind. Also das breitet sich nachher wirklich noch richtig aus, diese Staubgefäße. Deswegen, das zähle ich jetzt mal noch nicht als völlig geöffnet. Das muss wirklich noch wesentlich weiter sein. Deswegen heute noch keine Meldung für die Kornelkirsche, aber behaltet es euch mal im Hinterkopf, dass die jetzt bald blüht. Haltet Ausschau. Kurzer Schwenk, heute am 10. Februar 2022. Ich stehe vor der Kornelkirsche, vor dem Beobachtungsobjekt. Ihr seht es jetzt hier im Hintergrund. Und ich kann heute die Phase melden. Ich zeige euch das kurz in einer anderen Perspektive, dass jetzt an drei Stellen die Blüten offen sind und die Staubgefäße zu sehen sind. Also heute wird gemeldet. Und wir zählen mal. Stelle 1, Stelle 2 und hier drüben mindestens die Stelle 3. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Fenno-Fabi.